Okay, momentan erkenne ich noch keine Ameisen. Oh doch, zwei sind in dem belebten Biom. Eine ist in dem Erdbiom und wechselt gleich zu Sand drüber. Ich sehe sie nicht. Sie ist gerade runtergegangen. Ich sehe sie da wieder. Hier. So, warte, jetzt. Lukas, schau mir ganz kurz her. Das okay, das sind auch Schokoladen. Warte mal, wir die Schokoladen. Ja, genau, das ist dann da. Aber die Ameisen, wo haben wir? Vielleicht, glaub, vielleicht haben sie ein bisschen Angst vor dem Schwarz. Vielleicht ein Weißen. Dann lassen wir sie da frei. Aber warum da beim Schwarzen? Sie sind auch schwarz, dann sind sie ein bisschen. Ne? Sie war wie vorher, also hat nicht viel gemacht.
Und die dritte, diesmal nichts gehört. Und war auch ganz so, ich glaube, der hat sich einfach nur von der vorherigen Runde erholt. So. Jetzt kommen wir schon zum Ergebnis. Ja, Schaben reagieren unterschiedlich auf die Musik. Eine Schabe war von Natur aus müde und langsam und die andere war mehr sportlich. Wahrscheinlich waren sie nur gut drauf. Haben die Insektenbeine etwas gemeinsam oder nicht? Das war unsere Frage, weil wir halt wissen wollten, ob es Unterschiede gibt. Zuerst haben wir uns Heuschreckenbeine mikroskopiert und dann Fliegenbeine. Wir haben herausgefunden, dass Heuschreckenbeine dicker sind als Fliegenbeine und mehr Behaarung haben. Da sieht man Heuschreckenbein und bezeichnet und halt mit in einem Bechermikroskop und ein Fliegenbein. Da sieht man auch, dass das Heuschreckenbein deutlich dicker ist. Das Heuschreckenbein ist dicker, weil es mehr Kraft zum Springen braucht als ein Fliegenbein.